Willkommen zurück bei ARK Operation und wir haben vor, diese Alpha-Krabbe da hinten weg zu frühstücken. Und natürlich sind mit dabei Koya, Sindewittchen, Siegertyp, RK Hippo und Matze bei seinen Dödis. Hallo. Hallo. Huhu. Ja, genau. Xar ist übrigens auf seinem Super Reaper. Ja, den haben wir noch gar nicht vorgestellt. Da müssen wir uns jetzt mal stark für schämen für die Leute auf YouTube. 21.400 Leben hat er und 400, 470, du bist geisteskrank. 470% Damage. Die Alpha-Krabbe wird jetzt nicht sehr viel zu lachen haben. Nope. Aber wir können ein paar Level gebrauchen. Ich bin auf unserem Bubu. Ja, ich bin auf Bubu Backstein unterwegs. Und den wollen wir auch ein bisschen leveln. Und der hat auch schon ein Ei produziert mit dem werten Dornröschen. Und das werden wir dann auch Ja, noch gleich das ausbrüten. hab ich hier mit Inventar. Nom, 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 rein da! Nom, nom, nom ist tot. Nom, nom, nom ist Jo, tot. fast 460 Schaden. Was ist denn das? Ja, ist in Ordnung, ne? Wir haben extra Licht aus, weil Xayah ja sonst einen Debuff kriegt. Darum ist hier gerade ein bisschen dunkel. Oh, weißt du was, ich mach mal eben. Ja, ich mach auch, ich wollte es gerade auch, also. Oh, ich mach mal eben. Oh, mal eben. Ja, war aber nichts mit Debuff. Doch, er hat einen Debuff. Siehst du doch. Schaden. Ja, aber er kriegt mehr Schaden. So. Er kriegt jetzt ja, 161 Schaden. Trotzdem nicht so viel. Was hatten die Krabbe eigentlich für ein Level? Wir haben da gar nicht geguckt. Wahrscheinlich 120. Macht uns jetzt eiskalt platt. Danke. Mach erst mal Licht aus, bitte. Er sieht, wenn er diese Flamme hat. Jetzt kriegt er nur noch 50 Schaden gleich. Oder 80 oder so. Ja, aber dafür, wenn der ausgelevelt 40.000 Leben hat, dann ja. Ist das aber auch albern, wenn der 160 Schaden kriegt. Ja, ja, 160 ist albern, aber wir wissen nicht, was der Boss für einen Schaden macht. So, jetzt sieht es aber langsam doof aus, die Krabbe. Das sieht eigentlich schon immer doof aus. Er ist gleich hinter sich. Richtig. Immerhin Level 60. Was, wie? Ich habe kein Level gekriegt. Auch auf Doch, mich noch. Das hat immer ein bisschen Verzögerung. Das dauert ein paar Sekunden. Ein Level? Was ist mit ein deiner Level. Facecam? Ne, ne, warte ein paar Sekunden. Jetzt hast. Also, ich habe jetzt gerade. Oh ja, jetzt habe ich gerade 15 gekriegt. Okay. Oh ja. Bitte? Facecam ist weg. Wie das denn? Weil du jetzt schüchtern geworden bist. Mit den dicken Fingern irgendwie auf der Taste einen Shortcut gedrückt? Nö. Irgendwie. Dann mit den dünnen Fingern. Ja. Hat sich gelohnt. Ich bin jetzt bei 27.500 HP und 500 Millidamage. Weiß nicht, was passiert ist, aber da ist sie jetzt wieder. Hallo. Hallo YouTube. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Nee, war die jetzt von Anfang an weg oder war die mitten im Kampf verschwunden? Ich meine, sie ist mitten im Kampf. Okay. Vielleicht versehentlich einen Shortcut gedrückt. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber egal. Wie viel, was hast du jetzt gesagt, Xa? Was hast du jetzt? Ich habe 27.600 HP und 500 Millidamage. Ah, widerwärtig. Und mach 490 Schaden. Ich seh's gerade, ich bin hinter dir, ja. Ah, aber ich hab den Kill! Kill Steal, Kill Steal! Hier, ich hab ne gute Nachricht. Ladies and Gentlemen, ich bin Level 85. Das heißt, wir können jetzt den Basilisken-Sattel machen. Ich habe auch, ja, endlich. Ich hab auch ein Level bekommen durch die Alpha-Krabbe. Also mein Megalosaurus macht jetzt auch ohne hier Mate-Boost 350 Schaden. Gebe ich jetzt nochmal was drauf. Ist auch gut. Also Megalos kannst du, vor allem mit der Frequenz, mit der sie zuhauen, kannst du echt mitnehmen. No. Sehr geil. Geil, also ich freue mich auf den Sattel. Huh, ich hänge. Ich freue mich auf den Sattel. Kann man nicht mit dem Basilisken da durch die Gegend düsen. Der ist voll cool. Ich bin den ja schon mal so, ne? Hab mir ja schon mal die Basilisken, hab ich mir ja schon mal entschieden in unserem Singleplayer-Spielstand, wo ich dann auch dringend mal wieder was vorstellen müsste. Na los. Bei denen ist Wahnsinn. Fette Beute. Aber echt. Oh.
So, was ich noch kurz einschieben wollte, danke fürs Licht anmachen. Jana hat nicht nur eine grüne Kugel, Jana sieht exakt aus wie die Mutter LS-Dyline. Das heißt, komplett grüner Unterbau. Okay. Ansonsten schön rot. Ich habe eine Schwachstelle von den Megalos gefunden. Wir treffen die Meganeuras fast nicht. Okay. Die haben scheinbar nur zu wenig AOE, die haben zu sehr Single-Target. Ah, das war gerade ein Glück. Vor allem in der Kombination mit Ravagers, die einen verlangsamen mit der Blutung, war es gerade ein bisschen scheiße. So. Ui. Hm? Ach, mit dem Ravager mal wieder rumgerutscht. Ein bisschen Stamina sollte ich ihm noch geben mit dem Bubu-Backstein. Braucht doch noch ein bisschen viel. Bubina. So, dann werde ich jetzt gleich den Sattel bauen und Xa holt nochmal das Ei raus. Das war liegt schon draußen. Das Bubu-Ei. Und dann haben wir doch hier noch volles Programm. Bin gespannt auf die Werte von dem vom Baby. Ja, so stand gesagt. Was ist denn? Linde ist geplatzt. Nee, war meine Katze. Die Katze meint, ist auf die Choice auf der Tastatur. Ja, dachte ich, ne? Das klang so irgendwie wie Tastatur. Das klang eindeutig nach Tastatur. Sehr geil. Was hast du jetzt getippt? Mann, wer hopst denn hier rum? Der hat ja jetzt schon wieder einen Drachen hier geparkt. Das ist sein Zeit, die dir folgt, Sinde. Wieso folgt die mir? Nee, ich sah, das gepfiffen. Ist deiner, der folgt dir. Tschüss. Also unten ist dein bunter Drachen, der tanzt die ganze Zeit da entlang. Wieso folgt der mir? Ich weiß nicht, dein bunter Drachen klebt unterhalb der Plattform. Ja, der rennt da rum. Wieso folgt der mir? Nee, stopp, mach mal alle, stopp. Jetzt weiß ich, was die Katze gedrückt hat. Ja, oh, ne. Hast du alles? Alles Folgen gedrückt. Ja, viel Spaß, Sinde. Ja, wenn dann richtig. Katze, wie auch immer du heißt, wie heißt du denn? Geil. Kleid, das hast du gut gemacht. Ich liebe Dino-Knoten. Sommerkleid oder was? Nein, Bonnie und Clyde. Ach so, wie Bonnie. Sehr schön. Oh nee, Mann, Clyde. Es gibt so nicht. So, in zwei Minuten wird auch Amidala Mama. Cracker möchte sein Kind sehen. Hast du neue Dödis? Warte, ach ja, der Kleine, Cracker, ne? Cracker hat doch jetzt Jana. Hier. Zusammen mit der Dödine gezeugt und in zwei Minuten bekommen Johannes und Amidala Nachwuchs. Für die YouTube-Zuschauer, das hier sind auch die ganzen Nachwuchs-Dödis. Die Matze so, während wir unterwegs waren und Megalos gesucht haben. Ich glaube, wir kriegen auch übrigens jetzt dem nächsten Lagerproblem. Da muss ich mir jetzt mal was ausdenken. Ja. Pizza geht doch noch. Geht noch, ne? Alles voller Dödis hier einfach nur. Egal, wohin du guckst. Man kann auch durchlaufen. Nee, ich gerade nicht. ich bin der Meinung, dass ihr mit euren Dödis eine eigene Basis euch gönnt. Ja, machen wir Hippo, oder? Klar. Dann können wir machen, was wir wollen. Superluder, Zuchti, da ist er. So, ich komme mal rüber zum Ei. Bin mal gespannt, was der Basiliskensattel eigentlich kostet. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Sinde, muss ganz ehrlich sagen, Katze kriegt einen Britz. Sindes Katze kriegt Britz, sind sie. Ja. Ja. Katzenbritz. Oh Mann. Stehen alle in Reihe und Glied. Ja, Reihe und Glied, ja, wenn es ja Reihe und Glied wäre. Oh Mann. Oh, wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte, ey? Okay, du tust mir ein bisschen leid. Du musst jetzt sammel das Ei nochmal kurz ein, Xa. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen zusammen. Also der Basiliskensattel, 425 Metal Ingot.
Okay, ja, das können wir. Ja, das haben wir. Und das ist der Rest, würde ich sagen, ist kein Problem. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen ärgert, ist, war so viel Arbeit, die ganzen Cloudtails und Bulbdogs hier an den Hang zu stellen. Das ist jetzt echt ein bisschen schade, aber es ist wert für den Spaß. Kommt die Katze. Das nächste Mal macht es ganz gezielt bestimmt. Und das ist so ganz heimlich und von unter dem Tisch kommt dann so eine Pfote so und drückt dann so Patz auf J. Ja, genau. So mit der Kralle ausgefahren, so ganz ja, nur, langsam genau, mit der Taste. Nur so eine Kralle, weißt du, so. Genau. Oh ja, so. Ja. Katzen wissen, was Spaß macht. Sau genial. Also, Moment, jetzt wollen wir einmal hier kurz meinem Bulbi. Stellen wir mal kurz hier hin. Ja. Das ist ja lustig. Was denn? Nö, also, erstmal brauchen wir einen weiblichen Namen, Kia. Und zweitens sieht das die Tochter von Amidala genau invertiert aus wie Alice Dödine. Also rot-grün umgedreht. Weiblicher Name: Friend Dark. Das kann ich jetzt nur wieder falsch schreiben, oder? Friend, so wie Franziska. Ja, und dann Dark. Einfach dunkel. Zusammen, genau. Jo, herzlichen Glückwunsch, Friend Dark, du bist auch dabei. Und du siehst gut aus. Ich weiß ja nicht, ob ich dazu beglückwünschen muss, aber... Also zu gut ja, aussehen schon, muss aber... bemitleiden, aber... Aber dabei zu sein, Glückwunsch, du bist dabei, Du bist nur neidisch, Koya. Weil ich kein Dödi bin. Ja. Unter anderem. Koya, ich habe heute leider keinen Dödi für dich. Ja. Oh, Osrami, was machst du denn hier? Du musst wieder aber. Ja, der wurde zwangsumgeparkt. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Ja, ich habe jetzt einfach alle Balbis da erstmal hingeschmissen. Kann sich ja jeder jemand rauspicken. Wir sortieren jetzt einfach hier, guck mal, das ist Next bald tot, der stand immer hier vorne. Er hat hier seinen Hund mit reingestellt. Und dann Blätte? Achso, wurde die auch hergepfiffen? Ja, alle Hunde wurden hergepfiffen. Achso. Alles wurde hergepfiffen. Alles! Nee, also. Die ja, J-Taste ja, jetzt kommt der nächste Anschlag hier, ich sehe das schon. Ja. Hab mal deine Tiere im Zaum! Geil. Jetzt muss ich auf die Tastatur springt, ey. Hier ist was los. Huch, hier unten habe ich meinen Balbi eben geparkt. Wo ist denn der hin? Ja, den habe ich gerade hochgeschmissen. Ach, danke schön. Weil ich dachte, der. Ich dachte, den tue ich mal einfach aus der Schusslinie. So, da ist er. Okay. Gut, dann können wir uns jetzt das Ei anschauen. Ja, das dauert aber immer noch. Eine Minute hast du. Zwei Minuten, ja, zwei Minuten. Ja, ich hatte es dann gleich aufgehoben als ja. Chaos war. Dino Chaos. Ja, besser ist das, ja. Sinde? Ja. Hast du noch ein bisschen Fleisch im Inventar? Du siehst, du bist. Und? Was? Du siehst so, du hast so, du bist so. Und? Anders. Hä? Du warst doch sonst blau, oder nicht? Blau halt auch sonst. Ja. Nicht bestimmt nur am komischen Licht hier. Ja, das wird sein. Aber diese gelben Gummihandschuhe, die passen da hervorragend dazu. Ja, dieses lila und gelb, das sieht schon scharf aus. Wombat, komm her, ich will dick. Achso, kriege ich ja nicht. Die sind plötzlich lila. Die blauen habe ich nämlich noch im Inventar. Komisch. Ja, interessant. Wird das wohl hier, als du rausgeflogen bist, wird wohl so ein Bug gewesen sein, ne? Möglich. Ein Farbbug. Farbbug. Einmal komplett umgefärbt worden, die sind so was, aber auch. Na, wer macht denn sowas? Also, wie das passiert sein kann. Na, hast doch gehört, ein Bug. Hast du mich angemalt? Nein, vielleicht? Nein. Ich habe nur gehört, wie Hippo neben dir stand und auf einmal hörte man. Psst, psst, Hippo war das. Und dann hörte ich ein. Scheiße, Bug. Das funktioniert nicht. Aus meinem Bug. Für eine Petze. Hinten war alles voller Käfer. Ja, hallo, sie hatte mich verdächtigt, also musste ich jetzt... Ja, nur weil du damit überhaupt angefangen hast. Ja, ich meine, man muss doch mal, das muss ich doch mal merken. Aber ich finde, Lila steht dir auch fantastisch. Ja, doch, das sieht gut aus. Ach so, okay. Sehr geschmackvoll. Ja, wenn du das
Wollen wir nicht die, halt die einzige nicht, Farbe, die ich hatte. Wollen wir das nicht irgendwie, dass der da vorne zur Welt kommt? Statt hier so im Eck. Wo muss man denn hinkommen? Ist doch egal, oder? Da, wo wir die Drachen großgezogen haben, auf der Plattform unten unter unserem Haus. Aber ja, ich kann auch. Moment. Packen wir so kurz, ne? Nehme ich das Ding hier mit. Pick up. Da, wo willst du hin? Was war das denn? Warum schießt du? Siegertipp erschießt Eier. Hier unten, auf die hier, einfach auf die Plattform. Achso, einfach auf die. Auf die, auf die. Auf die, auf die. Auf die, los, auf die, zack, auf. Elfie. Jetzt nicht das Ei fressen, ne? Oh. Ja. Oh. Schock mich mal. Oh, das Ei ist ein bisschen kleiner geworden. Oh, dann eben geschmissen. Egal, oh, 80 lass Sekunden. Dann liegen, ja. 80, oh. 5, 4. Oh, Matze kommt gerade richtig. Bin da. 1 und. Hat jemand Fleisch dabei? Oh, egal. Oh. Da ist er. Wie süß. Oh, wie niedlich. 1200 Stamina. Ich sehe aber nur den Hintern. Der hat den großen Wert gekriegt. 1200. Na, da hat einen süßen Arsch. 1200 Namen hat er jetzt auch schon. Sehr geil. 4500 Leben ist ein bisschen wenig. Damage 319 hat er auch den großen Wert gekriegt. Ne, toll. Also ein bisschen wenig Leben, aber dafür viel Stamina, viel Damage. Sauber. Wie heißt es? Prinz heißt Bubu. Sie. Aber Prinzessin Bubu. Prinzessin Bubu, bitte. Ja. Echt ein Weibchen, das ist doch doof. Wieso? Ist doch schön. Ja, aber ein Männchen wäre doch viel schöner. Ja, die ist 177, Mignon. Das ist perfekt. Die ist ja höher als der, aber wie andere, wo aber ist. Aber einen Namen. Prinzessin Bubu. Ja. Na gut. Miau. Oder Prinz Bibi. Dann wird's allerdings irgendwie skurril. So. Wir gehen jetzt nochmal zum Kraften. So. Kraften. Wir kraften uns jetzt einen Sattel. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Basilisk-Sattel. So. Wo baue ich den denn überhaupt? An der Schmizzi. Kraften. Ja. Hey, bleibst du stehen? Ich will doch Fotos von dir machen. Ja, ja. Rückwärts laufen ist ungesund. Runtergefahren. Sinde? Ja? Hast du mal kurz eine Sekunde? Ja? Wo bist du denn? Warte, ich komm zu dir. Irgendwie hätte ich jetzt Angst an deiner Stelle, Sinde. Ich bin auch gerade ein bisschen, ich schwanke zwischen Nervosität und... Und Fluchtinstinkt. Wo bist denn du? Neugierde. Ja, Neugierde, ja, das trifft's wahrscheinlich eher. Ich bin eher in der Hütte, wo bist denn du? Ich bin noch unten auf der Plattform bei dem Ei-Ausbrüt-Teil. Ja, dann, Ei-Ausbrüt-Teil. Folgen Sie mir mal bitte. Was passiert jetzt hier? Hier passieren Dinge. Hast du gerade schon den Vogel verpaart, Sinde? Ist das Ei von Vögelchen, von Roten? Ja. Okay. Sinde war nämlich im Off, ne? Hat keiner mitbekommen. Oder hattest du das aufgenommen, Lene? Nee, habe ich nicht aufgenommen. Aber gestreamt. Ja, das werde ich wahrscheinlich schneiden gehen. Ja, da hat sie nämlich den roten Vogel noch geholt, den wir... Ich habe hier so einen Haufen gefunden. Ich denke, das ist dein Haufen. Oh, das stimmt. was? Das war ein schöner Haufen. Aber es ist sehr kompakt. Also es spart Platz auf diese Art und Weise, muss man sagen. Definitiv. Ja. Sehr geil. Fein. Oh Gott. Die Balbis da mit ihren Zungen. Wir sind ja miteinander verknotet. Das steht auf meiner Zunge. Geht von meiner Zunge runter. Großartig. Unfassbar, wie viele Tiere sind da. Sag ich, lass sie einfach so stehen, ist scheiß drauf. Ja, lass sie stehen, so. Alles gut. Ich muss noch da fertig bauen. Das ist so geil mit die Basilisk. Moment. Im Kopf. Huch, geht ihr nicht da drüber? Oh, Nein, es ist nicht.
Matze, wo bist du? Bei den Dödis. Warum? Scheiße. Hey, was ist das denn hier? Gehst du weg? Jag den Kleinen hier keine Angst an, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Ah, die haben Nummer, die haben Nummer. So. Die haben Nummer was? Das die haben Nummer eine Dusche haben. Gekriegt. Das ist alles normal. Ah, da haben wir noch ein Opfer. ...175 Schaden und dann tickt er mit 10. 106. Was? Mehr nicht? Haben die genervt? Aber gut, in der Frequenz, die ist unglaublich. Der macht bloß 126 Schaden, der Basilisk. Wo bist denn du? Hier unten beim Gaskollektor. Was, nur weit drüben? Okay. Das ist aber echt wenig. Aber die Frequenz ist krass. Also die Schlaggeschwindigkeit ist, glaube ich, die höchste, die wir so haben. Das heißt, glaube ich, ist definitiv die höchste. Aber... Der perfekte Name ist gefunden. Für? Achso, für, ja. Lady Bibi von Backstein. Lady Bibi von Backsdorf. Backsdorf. Ja, auch noch eine Idee. Hier, guck mal, und so könntest du dich doch jetzt auch in die Höhle reingraben, oder nicht? In welche Höhle reingraben? In die blaue. Nee. Warum nicht? Ja, weil die unter Wasser ist. Ja und? Ach so, ja, nee, aber ich kann ja jetzt nicht zum Beispiel, wenn da jetzt ein Durchgang ist, dann... Also ich bleib hier schon an Hindernissen kleben. Ne? Hm? Ich würde das mal da unten in der Höhle versuchen. Du kannst mit der Schlange nicht tauchen. Oder? Du kannst mit der Schlange nicht tauchen. Auf jeden Fall damage die Schlange, das ist viel zu wenig. Was hatten die für ein Level gehabt? Wisst ihr das noch? Die ist jetzt 127, war paar 60 nur oder sowas, oder? Ja, die war nicht so hoch. Nee, die war, glaube ich, schon 100. Nee, 100 nee. Nicht. Die 100, echt? Oder? Ich meine, die waren nicht so hoch. Nee, 100 kann es nicht gewesen sein. Wenn sie paar 70 war, war es. Warte mal, nee, Moment. 127, sie kriegt 50% drauf. Jetzt habe ich einige Level verteilt. Ah, nee. Die wird um die 70 rum gewesen sein. Höhle geht nicht mit dem, sagt der Moriana. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Schade. Da kann der schon unter der Erde herkrabbeln und dann kommt er da nicht hin. Ist ja blöd. 317. Das ist er konnte auch nicht unter den Dödis durch. Ist da hängen geblieben. Echt? Das ist ja... Schwach. Was kann er denn überhaupt, genau? Naja, ganz gut Schaden auf die Ferne machen. Dass die er sieht relativ schnell aus. Er ist verdammt schnell. Er trägt 3000 Kilo und er kann auf die Entfernung, also diese Fernkampfangriff, macht 317 Schaden und in der Frequenz, sage ich mal, ungefähr 1,5 pro Sekunde. Das heißt, bevor ein Tier überhaupt an dich rankommt, hast du es aus der Ferne eigentlich schon weggeballert. Das ist wirklich ziemlich krasser Scheiß gerade. Ja. Ja, also 3000 Kilo ist ja auch nicht zu verachten. 3000 ist Kilo ist mega. Ja. 3000 Kilo ist echt mega. So, also jetzt schieße ich mal auf den Spino, mal schauen. Oh, gut, oder? Da schon. Ja, der war aus wie. Das Originalvögelchen, oder? Ja, ist blau geworden, genau wie das andere auch. Echt? Unter der Mauer kommst. Kannst du da auch nicht unter der Mauer her, Kuya? Unter der Mauer kann man auch nicht weg. Nee. Das ist ja voll schlecht. Also man ja, hallo, sonst kannst du ja jede Basis... Erde, aber du bleibst oben... Ja, eben. Das ist doch kannst krass, du doch jede Basis daran. Sofort infiltrieren damit. Nee, das ja, ist das super. Finde ich aber auch schade. Richtig, boah, heftig ist, richtig heftig ist der Fallschaden mit dem. Man darf wirklich auf keinen Fall eine Klippe runterfallen. Das habe ich auch schon bei also dem nee, also das finde ich irgendwie. Ausprobiert. Also da geben sie dem Dino die Fähigkeit zu buddeln und sich unter der Erde fortzubewegen und dann komme ich nicht mal unter einer Mauer her. Finde ich blöd. Finde ich eigentlich schon, ja.
ist okay. Das ist jetzt nicht so gut. Ja gut, du musst halt auch bedenken, dass es eben auch die PvP-Aspekte gibt. Ja, eben. Und wenn so eine Schlange in der Basis ist, mit dem Damage, den die in der Sekunde raushaut, das ist heftig, wenn die sich drunter. Ja, dann hätte ich gesagt, die kann sich nicht durch, weiß ich nicht, durch Foundations nach oben graben. Halt, dann muss man halt den Boden mit Foundations ausgraben. Ja, nicht alles, aber die sicheren Bereiche halt. Ja, dann müsstest aber deine ganze Basis, also jetzt den Innenhof sozusagen, hinter der Mauer auch total voll pflastern. Ja, wenn du möchtest, dass da niemand hin kann, dann ja. Oh, die Stamina, Ja, oder keine Ahnung, man denkt sich irgendwas anderes aus, aber ich finde irgendwie, Naja, ich meine, du musst sie mit den Dracheneiern füttern, das heißt, mit dem Drachen kommst du ja sowieso über die Mauer drüber. Entweder geglitten oder geklettert. Also wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn du mit dem Basilisk unten durch kannst. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen sinnlos. Das kann man ja, mal in die Kommentare halt reingeben, so, ne? In die YouTube-Kommentare und natürlich auch hier in den Stream-Chat. Aber ich glaube, ich fände es wäre zu overpowered, wenn ich so sehe, was die hier raushaut. Ja, aber wie Kyra gerade schon sagte, mit dem Drachen kannst du auch in jede Basis rein. Ja, theoretisch ja, aber schon, in PvP sind die halt so überhaupt oben. Dann musst du sie jetzt unten auch zu bauen. Genau. Wenn du sie oben zu bauen kannst, kannst du sie auch unten zu bauen. Gehen würde das, ne? Ja, wieso? Sag mir mal, wo der Unterschied ist. Ob ich einen Boden setze oder ob ich ein Dach mache. Teurer. Ja. Ja, mehr Beschäftigung. Nö, gar nicht mal. Diese Dings sind echt relativ teuer. Ich glaube, das nimmt sie von der Essence gar nicht so 60 viel. 60 zu 80 Steine oder so. Das ist nochmal ein bisschen teurer. Aber ja, das macht jetzt den Bock nicht mehr fett, das stimmt. Ja, oder man hätte es so machen können, gut, sie kommt nicht durch, der Basilisk kommt nicht durch Strukturen von anderen Tribes, aber durch eigene. Oder kommt gar nicht durch von Spielern gesetzte Strukturen, sondern nur Bäume und Steine, dass er da wenigstens oder das kommt eigene Dinos. Durch. Also durch unter Bäumen kann ich durch. Aber ich kann jetzt nicht, Unter den Dödis bist du nicht durchgekommen? Nee, bei den Dödis interessanterweise nicht. Das fand ich jetzt auch komisch. Ja, ich denke, das ist halt kein richtiges Einbuddeln. Also, der wird dann mehr oder weniger unsichtbar. Und, das dachte ich auch, aber bei Bäumen sagt er ja, kommt da. Also, ich probiere es jetzt nochmal bei Bäumen, aber ich meine... Ja, aber du musst bei dem Dingens, bei dem Reaper ist mir das aufgefallen, als der da vor euch abgehauen ist, da sind die Bäume umgefallen, wenn der da durch ist. Ah ja, hier bei diesen Mammutbäumen komme ich jetzt... da buddelt er sich dann sogar aus auf einmal. Burry ist ein Cooldown, ja, supi. Nein. Ja. Also bei Steinen komme ich drunter durch, bei diesen Mammutbäumen beispielsweise nicht. Das sind fixe Strukturen. So, hier Stein. Ja, bei Steinen. Ja. Nee, bei Steinen schlängelt halt da, sehe ich auch so komisch außenrum. Nee, schlängelt sich außenrum. Das sah vorhin nur so aus. Nee, geht nicht. Kann mich da nicht. Gut, aber die Folge ist auch um. Ja. Oh, das ist halt ein bisschen schade. Du hast dann halt so eine Funktion bei so einem Tier, das was überhaupt einfach null Sinn hat. Ja, verstecken. Das ist wirklich schade. Verstecken, Hinterhalt legen und das Ding kannst du auch auf Turret-Modus stellen. Dann buddelt sich das aus diesem Hinterhalt, geht in den Turret-Mode und ballert. Das ist gut. Das kannst du schon machen und dieser Turret-Mode macht bei diesem kleinen Vieh, was wir hier haben, 300 und schießt mich Schaden jetzt. Und verlangsamt dazu und geht in der Wahnsinnsfrequenz. Also, es ist, ihr könnt euch ja gleich mal draufsetzen, wie das Vieh abgeht, ist unglaublich. Das ist echt das Schnellste, was wir haben hier. Nur auf keinen Fall bitte wirklich eine Klippe runter. Das macht richtig Schaden. Der ist viel höher als normal. Schneller als die Ratte? Viel schneller. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Tschüss.